Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Mike Walpurgis und unseren stellvertretenden Mannschaftskapitän Patrick Ebert. Die erste Frage geht an dich, Mike. Auf welche Spieler musst du am Sonntag aller Voraussicht nach in der alten Försterei verzichten? Ja, schönen guten Tag. Sehr laut eingestellt heute. Ja, als erstes mal kurz zum Personal. Flo Ballas, Yannick Müller und Niklas Kreuzer fallen aus. Niklas mit einer Bauchmuskelzerrung. Marco Hartmann hat heute das erste Mal trainiert, ist noch fraglich. Da müssen wir mal schauen, ob das reicht am Wochenende. Ansonsten bin ich natürlich froh, dass Ebi vor allen Dingen jetzt auch wieder nach seiner Gelbsperre wieder dabei ist und dass auch ansonsten keine Verletzungen hinzugekommen sind. Ja, zum Spiel ist es schon so, dass wir uns erstmal natürlich riesig freuen auf ein tolles Spiel bei Union Berlin. Wir wissen aber auch natürlich um die Schwere der Aufgabe. Es ist die beste Heimmannschaft, es ist die beste Defensive, es ist die Mannschaft, die noch kein Spiel verloren hat. Und es ist die Mannschaft, die am wenigsten Torchancen des Gegners zugelassen hat. Insofern wissen wir auch um die Schwere der Aufgabe. Sie haben in den Spielen auch gezeigt, dass sie gerade in den letzten Minuten auch sehr erfolgreich waren. Mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht auch, und vielleicht auch mit ein bisschen Geschick, hätten wir vielleicht auch genauso viele Punkte wie der Gegner haben können. Andersrum muss man auch sagen, beim Gegner, wenn da die letzten Spielminuten in Duisburg oder in dem einen oder anderen Spiel anders laufen, hätte der Gegner auch genauso viele Punkte wie wir haben können. Also insofern zeigt das natürlich auch wieder, wie eng diese Liga ist und auf welche Details und Kleinigkeiten es dann letztlich auch ankommt, um erfolgreich zu sein. Und die wollen wir natürlich auch. Da haben wir jetzt in dieser Woche sehr intensiv dran gearbeitet. Wir haben eine lange Woche gehabt, haben sehr gut gearbeitet. Und ich hoffe auch, dass wir im Vergleich zum letzten Spiel dann auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Meine Fragen hast du alle beantwortet mit deinem Eingangsstatement. Kompliment. Ebi, für dich geht's mit dem Spiel am Sonntag zurück in die alte und geliebte Heimat Berlin. Wie viele Karten musstest du für das Spiel besorgen und wie sehr freust du dich nach deiner Gelbsperre wieder auf den Platz zurückkehren zu können? Hallo erstmal. Und zwar, ja, ich freue mich natürlich riesig jetzt nach der Gelbsperre wieder spielen zu können. Ist jetzt eigentlich egal, wo das Spiel stattfindet. Hauptsache, es ist wieder ein Spiel und darauf freue ich mich. Und ja, natürlich muss ich einige Karten besorgen. Familie, Freunde werden kommen. Und ja, wird ein schönes Spiel. Schönes Stadion mit zwei Fanlagern, die sehr enthusiastisch sind. Und wir rechnen uns natürlich was aus. Wir wollen da hinfahren, um auch was mitzunehmen, ganz klar. Du gehörst zu den Führungsspielern in der Mannschaft. Worauf kommt es an, um am Sonntag was aus Berlin zurück mit nach Dresden zu nehmen? Auf eine gute, geschlossene Teamleistung, wo jeder die nötige Einstellung an den Tag legt. Und wir müssen taktisch, denke ich, sehr gut spielen und das umsetzen, was der Trainer uns vorgeben wird. Und er hat schon gesagt, dass halt wir nicht viele Torchancen kriegen werden wahrscheinlich und die müssen wir eiskalt nutzen. Da sind dann die Offensivspieler gefragt oder vielleicht, ja, wird es ein enges Ding und du kannst am Ende das Spiel mit einer Standardsituation entscheiden und da müssen wir sicherlich hochkonzentriert sein, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und ja, ich rechne mir auf jeden Fall was aus, also dass wir da hinfahren und verlieren, das ist nicht mein Ziel und ich denke, das sollte auch das Ziel von jedem Einzelnen sein, dass wir da was mitnehmen. Ebi, danke dir für den Moment. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Mit der Bitte, das Mikrofon in die Hand zu nehmen, den Knopf nach oben zu machen. Wer macht den Anfang? Tino Meyer, Sächsische Zeitung.
Patrick, wenn wir gleich nochmal bei Berlin und dem Gegner bleiben, das ist ja die andere Mannschaft sozusagen, gegen die ihr spielt, wenn man deine Vergangenheit betrachtet. Wie hast du die Entwicklung von Union verfolgt? Auch damals, als du bei Hertha warst, zu Bundesliga-Zeiten, war ja Union deutlich weiter zurück. Und wie ist deine Verbindung zu Union? Darf man als Herthaner überhaupt eine Verbindung zu Union haben? Also die einzige Verbindung, die ich zur Union habe, ist, dass ich dort mal auf der Schule war, auf der Flato-Schule. In der Jugend, da war ich glaube ich 14, 15. Und dann hat Hertha mir schon relativ zeitig klar gemacht, dass ich die Schule wechseln muss, auf die Hertha-Schule. Und ja, das war mein einziger Zusammenhang. Da hatte ich allerdings einen super Trainer, das war Ingo Weniger damals, der auch die Berliner Auswahl trainiert hat damals. Und ja, aber das war, wie gesagt, das waren 2 Jahre und der Schulweg war sehr lang, das ist das Einzige für mich. Ansonsten habe ich eigentlich wenig Verbindung zur Union. Tom Jakob, Dresdner Morgenpost. Patrick, wenn du einmal in Berlin dann bist, egal wie das Spiel am Sonntag ausgeht, gibt es für dich die Chance, auch dort zu bleiben, nachher noch Freunde und Familie zu besuchen? Nein, weil wir den Freitag darauf schon wieder spielen und ich denke, vielleicht kurz nach dem Spiel kann ich sicherlich Familie umarmen und mit einem oder anderen Freund kurz quatschen, aber dann geht's wieder nach Dresden. Die nächste Frage, Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Herr Verburgis, wenn man sich die Ergebnisse beider Mannschaften, die letzten, anschaut, dann spricht vieles für ein Unentschieden am Sonntag. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für einen Dynamo-Sieg? Und damit für die erste Union-Niederlage in dieser Saison? Also ich traue meiner Mannschaft eine ganze Menge zu. Ich habe es auch schon direkt nach dem Ausspiel gesagt, warum sollten wir nicht in Berlin gewinnen? Wir haben die Qualitäten, das haben wir auch schon bei anderen schweren Auswärtsspielen gezeigt. Wir haben in Bochum damals gewonnen, haben dort ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben auch die erste Halbzeit in Magdeburg sehr, sehr ordentlich gespielt, so wie ich mir das vorstelle. Wir waren vor allen Dingen auch effizient und effektiv. Und wir wissen, wie eng auch die zweite Liga zusammenliegt. Und für uns kommt es darauf an, dass wir gerade auch in der Defensive noch stabiler agieren, dass wir noch kompakter agieren. Da haben wir diese Woche wieder dran gearbeitet, dass wir einfach im Spiel gegen den Ball auch noch aktiver sind. Da waren wir dann in den Phasen, in denen es nicht gut lief, waren wir einfach zu passiv. Und das sind Dinge, das ist ein Umstellungsprozess jetzt in der Mannschaft, weil wir schon auch diese aktive Rolle eingehen. Wenn uns das gelingt und wir diese guten Phasen verlängern können, bin ich mir sicher, dass wir auch das an unseren Ergebnissen merken werden. Die nächste Frage kommt wieder von Tom Jakob, Dresdner Morgenpost. Herr Walpurgis, der Stuhlnachbar, der Patrick hat es gerade angesprochen, über Standards können solche Spiele entschieden werden und so wie ich Sie kenne, über schnelles Umschaltspiel kann man sicherlich erfolgreich sein. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie wir das Abwehrbollwerk von Union knacken, wie Sie das knacken können? Ja, wir haben den Gegner natürlich intensiv uns angeschaut und analysiert und man sieht natürlich auch, dass sie ein sehr kollektives, ein starkes Kollektiv haben, ein starkes Team. Sie haben natürlich auch dementsprechend investiert. Ja, wenn man dann 4, 5 Spieler aus der Bundesliga dazu geholt hat, dann unterstreicht das natürlich auch die Ambitionen, die man dort hat. Und zum anderen sieht man viele Dinge auf dem Platz, die sie gut machen. Sie lassen sehr wenige Möglichkeiten zu, haben aber auch relativ viele Foulspiele am Gegner. Bedeutet natürlich auch, dass es für uns zu Standardsituationen kommt. Sie unterbinden die Konter recht stark auch beim Gegner, schaffen das auch recht schnell, auch in Zonen, die dann nicht so gefährlich sind. Müssen einfach schauen, dass wir dort auch den Tick schneller sind als der Gegner, gedanklich auch schneller sind als der Gegner und auch dann von der, ja, gegen die Widerstände, die uns Union auch entgegenbringen wird, uns auch immer wieder durchsetzen. Und klar sind Standards, Umschaltspiel auch ein Mittel, das ist aber auch beim Gegner sehr gut. Das sind zwei Komponenten, die sie sehr ordentlich machen. Das sind aber auch sicherlich unsere Stärken. Ich glaube, dass wir im Standardbereich auch noch stärker werden. Wir haben in den letzten Spielen auch gesehen, dass es schon recht knapp war.
da hätte auch der eine oder andere Ball reingehen können. Und das wünsche ich mir natürlich jetzt fürs Wochenende. Jochen Leimer, Tristan aus den Nachrichten. Sie haben jetzt die Qual der Wahl, was die Innenverteidigung anbelangt. Mit Marco Hartmann sollte er also sich fit melden am Sonntag. Sören Gonter, dann haben Sie die beiden, die sowieso zuletzt immer gespielt haben. Ja, das ist ja eine richtig luxuriöse Situation. Oder ist Sören Gonter vielleicht doch noch nicht ganz so weit? Ja, also luxuriös ist es dann, wenn beide topfit sind, wenn beide in ihrer besten Verfassung sind. Ich glaube, dass es vollkommen normal ist, dass wenn Sören so lange raus ist, dass er auch noch ein bisschen Zeit braucht. Ich bin aber sehr froh gewesen, dass er jetzt zur Verfügung stand. Er hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Und ich bin auch sehr froh, dass es überhaupt keine Probleme gibt, dass das Knie nicht reagiert. Und bei Harty ist es sowieso so, dass er natürlich auch als Kapitän der Mannschaft unglaublich gut tut, dass er sehr wichtig ist. Genauso ist es natürlich bei Ebi, der ja dieser Mannschaft von seiner Balance im Spiel unglaublich gut tut, aber auch von seiner Kreativität und individuellen Klasse im vorderen Bereich. Er leitet Tormöglichkeiten ein, er schießt Tore selbst und er ist natürlich auch als Kopf dieser Mannschaft, geht er vorne weg und setzt unglaublich wichtige Impulse. Und das hat man im letzten Spiel gesehen, dass uns diese Impulse auch gefehlt haben. Tom Jakob, Dresdner Morgenpost. Da würde ich nochmal nachfragen. Also wir wissen jetzt, dass Patrick Ebert wieder spielberechtigt ist und sollte Marco Hartmann zurückkehren. Es sind zwar noch anderthalb Tage Zeit, aber haben Sie schon Gedanken sich gemacht, wer quasi für die zwei wichtigen Säulen wieder auf den Platz weichen muss? Ja, das habe ich. Aber ich werde es nicht verraten. Patrick Franz, Bild Dresden. Nochmal zur Berliner Vergangenheit, Patrick. Du hast ja jetzt auch mit Heider eigentlich nie bei Union gespielt, also zumindest mit der ersten Mannschaft nicht. Ich glaube nur in der Regionalliga mit Heider 2. Was erwartest du da für eine Stimmung? Wie gut kennst du die Stimmung auch in Köpenick im Stadion? Warst du vielleicht doch manchmal als Zuschauer, auch wenn du für einen Gegner gehalten hast dort? Ich kenne es aus dem Fernsehen, vom Anschauen. Also persönlich war ich noch nicht da, auch nicht als Zuschauer. Wird jetzt auch mein erstes Mal dort auf dem Platz sein. Ich glaube, ich habe nur einmal zu Hause im Olympiastadion gegen Union gespielt, in der zweiten Liga. Aber ja, man kennt es, ist sicherlich ein heißes Pflaster, aber ja, da kann man auch bestehen. Wo warst du im Rückspiel? Bitte? Wo warst du im Rückspiel? Nee, im Hinspiel hatte ich einen Kreuzbandriss. Oh ja, zum Glück keine Sperre. Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Patrick, nächste Woche steht die zweite Runde im DFB-Pokal an. Die Sportfreunde aus Lotte empfangen da Bayern München. Wenn ihr euch das... Rödinghausen, Entschuldigung, genau. Wenn ihr euch das anschauen werdet, wie sehr schmerzt das noch oder ist das völlig abgehakt, dieses Pokal aus? Ja, ich meine, wir sitzen hier in der Vorbereitung aufs Spiel gegen Union und ich denke, das ist wichtig und was da im DFB-Pokal ist, das ist Vergangenheit und da gibt es in der nächsten Saison wieder eine Chance, besser zu machen. Vielleicht kurz zur Erklärung, Rödinghausen ist in einem anderen Topf als Dynamo Dresden, als Profimannschaft. Es wäre zu der Begegnung. Okay, gut. Gab es noch ein paar Irritationen nach der Auslosung schon. Weitere Fragen zum Spiel am Sonntag gegen den 1. FC Union Berlin. Jochen Leimert, Dresden aus den Nachrichten. Also Ihr Vorgänger hat es bei Union schon vergebens versucht, diese Mannschaft nach oben zu führen in die erste Bundesliga. Jetzt haben Sie sich selber schon angesprochen und die haben wieder nachgelegt, auch nicht schon im letzten Jahr, sondern auch dieses Jahr wieder. Und jetzt scheinen sie doch etwas stabiler reinzukommen. Glauben Sie, dass diese Mannschaft vielleicht es dieses Jahr endlich mal schaffen könnte, auch oben dort dann einen dieser drei Plätze zu belegen, um die Chance zu haben, mal erstklassig wieder zu spielen?
Ja, Sie haben schon richtig gesagt. Also Sie haben schon eine Menge investiert und haben auch gute Spieler hinzugeholt. Juul, Schmiedebach, Hübner, Giekiewicz, das sind natürlich schon auch Spieler mit einer dementsprechenden Qualität. Mein Kollege Urs Fischer macht das hervorragend, arbeitet dort sehr, sehr gut. Es ist in der zweiten Liga alles eine Frage der Serien und der Konstanz. Man sieht es ja auch, dass Vereine wie Bochum, Darmstadt, auch bevor wir gegen sie gespielt haben, auch dort oben waren. Dann gibt es aber auch immer mal wieder Serien. Arminia Bielefeld stand auch dort im oberen Bereich. Und die zweite Liga ist sehr, sehr unangenehm und man muss sehr konstant spielen. Und man muss es immer wieder schaffen, jede Woche auch die richtigen Antworten auf den Gegner zu finden, aber auch in der Mannschaft sich optimal einzustellen und mit dieser mit einer guten fußballerischen Arbeit zu überzeugen, aber auch mit dieser hohen Widerstandskraft zu agieren. Das bedeutet unglaublich viel mentale, gute Einstellung, auf den Punkt kommen, eine Topleistung abzuliefern. Und Ebi kennt das auch aus der Vergangenheit. Er weiß, wenn man diese guten Phasen hat, dann gehört es dazu, aber auch natürlich neben diesen Einstellungen auch die nötige Leichtigkeit und den Spaß und das Selbstvertrauen, das muss man sich erarbeiten, um dann auch erfolgreich zu sein. Deswegen ist es schwer zu sagen, ob nachher Union Berlin oder St. Pauli oder vielleicht eine ganz andere Mannschaft noch da oben ins Rennen kommt und wer dann sich dann dort Ostern für die letzten Finalspiele qualifiziert. Tom Jakob. Eine Nachfrage habe ich da nochmal, Patrick Ebert. Gerade war da halt besprochen, dass ein Standard quasi kann so ein Spiel entscheiden. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn es jetzt zu so einem Foul an der Strafraumlinie kommt und wer legt sich denn den Ball hin? Ist das von dir vielleicht auch eine Stärke zu sagen, in diesem Moment ruhig zu bleiben und den Ball in den Giebel zu hämmern? Oder ist das eher eine Aufgabe von anderen? Wie würdest du das beschreiben? Ja, den Ball nehme ich mir und werde den natürlich versuchen reinzuhauen. Ich denke, ich habe jetzt einmal nicht gespielt dieses Jahr und wir hatten 4-5 Freistöße am 16er. Jetzt ging auch und habe leider nicht gespielt. Aber so ist das manchmal. Ich denke, einen hatte ich gegen Fürth. Wenn der da nicht mit dem Kopf drankommt, dann ist der wahrscheinlich drin. Also ich meine, wir trainieren das ständig mit Massimo und das werden wir auch weiterhin machen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis da mal ein Ball oder mehrere reingehen, hoffentlich. Jochen Leimert. Da würde ich gleich nochmal dranbleiben, weil es ist ein neuer Co-Trainer, ein Spezialist auch für diese Dinge. Hat er dir noch ein bisschen was Neues beibringen können, die ein oder andere Idee hinzu, in deine Trickkiste gepackt? Ja, also ich denke, man lernt nie aus, egal in welchem Alter man ist. Und klar, er probiert es durch ständige Wiederholung immer zu verbessern und dass möglichst nicht so viele Spieler da sind, dass man halt mehr Wiederholung hat und sich besser konzentrieren kann, als wenn da jetzt auf einmal 10 Spieler sind und jeder meint, er kann die Freistöße schießen. Und ich denke, das macht er sehr gut. Und ja, wie gesagt, wir machen es die Woche vielleicht 2, 3, 4 Mal. Und im Training gehen die Dinge rein und jetzt müssen wir im Spiel nur noch, ich denke, gegen Aue war es schon 2 Mal relativ knapp. Da hätte auch einer reingehen können. Und ja, ich denke, das ist wichtig. Also so eine Situation können sicherlich Spieler auch entscheiden, egal in welcher Liga. Weitere Fragen? Patrick Franz, Jochen vor dir, links. Frage nochmal kurz zu den gelben Karten. Ist es ein bisschen unglücklich, dass jetzt ausgerechnet gleich das Spiel bei Union kommt, nachdem du die Sperre abgesessen hast, weil da könnte man sich vorstellen, wird es vielleicht nicht so einfach, ohne gelbe Runde zu kommen? Also in der zweiten Liga ist sicherlich ein bisschen körperbetonter und ein bisschen mehr Einstellung gefragt als vielleicht in anderen Ligen, also weil es ja doch sehr viel Kampf ist, aber wir können gerne Wette machen, dass ich dieses Jahr keine Sperre mehr kriege und kein Spiel mehr verpassen werde. Also das ist natürlich schon so, man hat es ja eben auch gemerkt, dass ich Ebi natürlich auch ein bisschen damit aufgezogen habe, aber man muss auch sagen, er ist jemand, der einfach mit unglaublich viel Leidenschaft vorne weggeht und deswegen war es klar, dass irgendwann die Sperre kommt und es ist auch bitter, egal welches Spiel dann ansteht und ich
persönlich halte dagegen. Ich glaube, er hat noch eine Sperre, weil, ich glaube, er, das ist einfach die Leidenschaft, die in ihm brennt. Und da wird es immer mal wieder zu Situationen kommen. Ich möchte sie nicht unbedingt gewinnen, die Wette, aber ich befürchte fast, dass es dazu kommt. Jetzt müssen wir dann nur noch den Wetteinsatz kennen, dann kochen, oder wie ist das? Überlegen wir uns. Okay, dann kochen. Gibt es weitere Fragen? Zum Auswärtsspiel in Berlin. Das ist nicht der Fall dann von mir, die Informationen. Anstoß ist am 28. Oktober, Sonntag, um 13.30 Uhr. Alle Fans und auch ihr solltet beachten, dass die Uhren umgestellt werden, eine Stunde zurück. Der Gastgeber erwartet exakt 22.012 Zuschauer in der Alten Försterei. Das Stadion wird damit ausverkauft sein. 2.400 Dynamo-Fans werden die Reise mit nach Berlin antreten, in die Hauptstadt. Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski, 28 Jahre alt, aus Bremen. DFB-Schiedsrichter seit 2010. Bisher hat er 4 Spiele unseres Vereins geleitet, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Unser Nachwuchs spielt wie folgt: die U19 auswärts, Samstag 13 Uhr bei Hertha BSC. Die U17 hat Heimspiel Samstag 11 Uhr beim SC Burgfeld im Sportpark Ostra. Die U16 auswärts Samstag 10.30 Uhr gegen den FC Hansa Rostock. Und die U15 auswärts Sonntag 10.30 Uhr beim 1. FC Neubrandenburg. Allen eine gute Anreise nach Berlin. Bis dahin. Tschüss.